Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge von Fiesta Online. Und heute fangen wir endlich mal wieder an zu questen, nachdem wir eine lange Zeit, die ganze Zeit nur, ja, VDHs und VDHs gekloppt haben. Würde man sagen, Alter, die mache ich ja, ja gut. 3 Hit oder 4 Hit? 1, 2, 4 Hit mache ich die, alles klar, war besser als vorher, ja. Das ist wichtig anzumerken, mit meinem wunderschönen Stab hier zurzeit. So, auf jeden Fall können wir jetzt ganz gechillt hier die Quest machen und uns sogar auch ein bisschen Zeit lassen dabei, ne? Weil eilig haben wir es ja sowieso nicht. Also von daher. So, ich glaube, eine Gruppe ist ja nicht egal. Wir brauchen sowieso nur noch, ja, 20 Stück von denen. Und 12 Spielzeuge. Dann hoffe ich mal, dass alles ganz schnell klappen wird, damit wir direkt zu den nächsten Mobs rüberkommen können. Weil jetzt haben wir sowieso sehr viel vor uns. Ja klar, wir könnten natürlich mit Level 89 auch questen. Aber nicht questen, sondern diese WDH machen. Die, ich sag mal schnell nochmal, wir haben ja die Lava-Gehölz-WDH, genau, mit Level 89. Aber wir lassen es mal ein bisschen abwechseln. Muss ja auch sein, nicht nur die ganze Zeit immer wieder das gleiche machen. Also über ganze Level lang ein Mob töten, nein, sondern mal ein bisschen so verschiedene Sachen machen. So, mal sehen. Also, davon brauchen wir nur 9 und 8 Spielzeuge. Okay. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch nochmal mit. Alles ohne Probleme. Auf jeden Fall, wir haben schon 7%. Das ist schon mal sehr schön. 93 machen wir auf jeden Fall noch. Also, ich würde mal sagen, Level Up kommen wir so oder so ohne Probleme. Und da muss ich mal gucken, weil dann sind wir ja Level 90 und da haben wir jetzt Steini, WDH, dann mal sehen, ne? Wie gut es dann dort klappen wird. Also ich bin schon mal sehr gespannt, ich hoffe natürlich auch, dass es einigermaßen gut klappen wird. Wir müssen also so nur abgeben halt die ganze Zeit, aber ob da immer ein Kloppy sein wird, ist natürlich die andere Frage, ne? Und ansonsten nehme ich halt meinen Gladi und kloppe damit ein bisschen. Weil anders kommen wir ja da so oder so leider nicht durch. So, komm schon, 7 Stück brauchen wir noch. Als ob der 7 Stück nicht droppen möchte. Dankeschön, 6 Stück noch. Aber ich glaube, die gibt nicht mehr 1%, ne? Oder? Ne, glaube ich nicht. So, mal sehen, ich guck mal, wie weit ich mit denen hinkomme. Gut, die sind mir alle hinterher gefolgt, das ist schon mal sehr schön. Der eine wollte nicht, der hatte wohl keinen Bock, aber naja. Hier ist Nummer 1, hier ist 1 und einer fehlt uns noch. Mein Gott. Hallo, uns fehlt doch nur noch einer. Mensch, als ob die den letzten auch nicht geben wollen hier. Ne, haben die keinen Bock zu, glaube ich. Ja gut. Als ob die wirklich keinen Bock haben, den letzten noch hier irgendwie droppen zu lassen. Also, das ist schon ein bisschen unfair, ne? Doch, da endlich. Dankeschön dafür. So. Oh Gott, haben wir viele. Wir haben ja richtig viele Quests, ne? Ja, ist jetzt aber hoffentlich nicht so schlimm. Dann gucken wir mal. Also, warte mal. Die eine können wir ja direkt hier so abgeben. Tschakka. Und die WDH auch, aber sicher machen wir die, auch wenn wir die nicht machen, weitermachen können. Erstmal Steine kaufen, die sind ja auch ganz, ganz wichtig. Genau, dann kommen diese hier, 5 Bergarbeiter und so und ja, mal sehen. Also mit dem Crit sind die 3 Hit, aber ansonsten ist eine gute Frage. So, wenn wir diesen Fernkämpfer, das heißt einfach so pullen können wir die leider nicht. Oder? Einfach so pullen? Ja, mal sehen. Und ein schimmernder Stein. Ja, brauchen wir sogar. Oh, den kann ich sogar aufheben. Ja, gut, ne? Ne, pullen ist eine, ja, ganz doofe Idee. Mal sehen, wie viel Damage macht der denn da? Okay, mit dem Crit macht er sogar ganz gut Damage. Und ansonsten. Ach, guck mal, da ist sogar der Thunder. Ja, moinsen!
20, ne, 18 Stück brauchen wir. Ja, dann haben wir noch was zu tun hier. Bei denen. Aufsammeln. Welches Level ist denn eigentlich schon? 94 ist er. Oh, und der hat jetzt alle Raunen. Ja, dann viel Spaß bei den Allraunen. Na dann wirklich viel Spaß bei den Allraunen. Die ekelhaften Viecher. Aber da kommen wir auch noch bald hin. Also, ich darf mich nicht zu früh freuen. Ich darf mich wirklich nicht zu früh freuen. Sind ja nur noch 5 Level sind das ja, ne? Und dann haben wir die auch. Ja, dann mal sehen. Was kommt denn sonst so? Als nächstes würde dann die Shellers kommen, ne? Die einigermaßen beschissen sind, ja. Mit 105 werden wir entweder Questen als auch Schwarzbären machen. Ansonsten halt würde ich wobei 98 auch nochmal Questen. Je nachdem 94, 95 irgendwie nochmal ein bisschen so. Muss ich mal schauen. Weil da werden wir auch mal noch ein bisschen questen. Natürlich können wir rein theoretisch auch komplett Allround durchmachen. Muss ich aber mal schauen, ob wir das wirklich machen werden oder nicht. Je nachdem, wie meine Motivation ist, ne? Wenn ich keine Lust habe, dann will ich auch ungern machen. Auch wenn das Problem daran liegt, dass die WDH schnell, viel, viel schneller geht, als wenn wir die ganze Zeit nur die ganz normalen Quests machen. Ist halt leider so. Aber immer die ganze Zeit das Gleiche zu machen, ist halt ein bisschen langweilig. Auch wenn es schnell geht, ist egal. Es dauert einfach zu lange. So, komm. Davon brauchen wir nur noch 6 Stück. Und dann mal sehen. Guck mal, Maulwürfe brauchen wir auch noch wieder. Ja. Also, jetzt sind wir auf jeden Fall vollgepackt mit den ganzen Quests. Aber ich glaube, ich gehe jetzt immer so in den hinteren Bereich hier. Bisschen kloppen. Und danach geht er nach vorne. Würde ich mal so sagen. Also ich weiß ja nicht, was jetzt wirklich besser ist, schlechter ist. So, die sammle ich auch nochmal auf. Neue Karte wollen wir haben, auf jeden Fall. So, komm, 3 Kristallerzen nur noch, dann haben wir es geschafft, endlich. Bei denen. Und dann können wir auch direkt weiter zu den nächsten Mobs. Muss ja mal schauen, was wir als nächstes machen werden. Als ob wir das gleiche Problem haben, dass sie nicht droppen wollen. Komm schon, bitte. Dankeschön. Den töten wir auch nochmal ganz kurz weg. Ne? Sauber. So. Dann würden wir sagen, auf geht's direkt zu den nächsten Mobs, nach da unten. Ah, da sind immer richtig viele, 22, 23 haben wir, plus nochmal, wir haben ja schon 4 Stück gemacht. Also, das ist schon heftig, was da zusammenkommt. So, Lorenarbeiter brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel ich überlebe von denen, also trotzdem einfach mal zusammenpullen. Ein bisschen viele. Müsste aber rein theoretisch gut klappen, hoffentlich. Ja, siehst du, geht doch, passt doch alles. Also wie viel zerbrochene Bilderrahmen sind gedroppt. Weil früher war es glaube ich so, da war der, ja, die Droprate richtig doof, ne? So, kommen die pullen wir auch nochmal zusammen in der Mitte. Wobei, kommen die erstmal außen hier. Einfach nur, weil wir es können. Kommen die mit? Nee. Wär's auch, das wäre es auch gewesen, wenn die bisher mitgekommen wären. Okay. Also ich glaube, eine mit 100 haben wir nicht, oder? Nee, auf die habe ich auch keinen Bock. Die mit 150 plus nochmal so eine Lore, auf die hatte ich ja wirklich keinen Bock. Könnte ich machen, rein theoretisch, ja, aber nee. Bis wir erstmal die Lore haben und so weiter, das vergeht so viel Zeit. Und das will ich mir halt nicht antun. Das ist mir so kostbar, die Zeit.
Nein! Sterbt doch alle weg! So. 13, ne? Das ist eine Klaue. Eine Klaue brauchen wir nicht. Ein Hemd haben wir auch schon für Level 99. Auch wenn ich glaube ich... Guck mal, was sind denn noch für Stats? Ja, Guess In. Besser als das, was ich jetzt habe sowieso. Von den Defer. Dumo, Sumpf der Dämmerung. Da gibt es eine wieder. Ja, ich weiß. Warte mal. Die pullen wir nochmal zusammen und dann antworte ich den ganz kurz. Oh. Jetzt bin ich schon direkt beim nächsten. Ah ja, die hitten aber ganz schön. So, 4 Stück. Und keine Lust auf WDH habe ich. So, 4 Stück brauchen wir noch. Komm, dann pull ich die mal eben. 1, 2, 3. Den auch nochmal. 4 Stück haben wir dann. So. Und dann gehen wir jetzt rüber. Prozent. So, und dann haben wir die schon fertig. Dann gehen wir jetzt zum nächsten. So nicht so, weil rein theoretisch wollte ich eigentlich Level 88 durchquesten, aber da heute ein Klopper da war, habe ich nur mir so gedacht, nee. Läufst dann mit dem Klopper mitten und auf einmal war ich nach einer Stunde schon Level 89. Dann dachte ich so, nee. Gut, von mir aus. Dann queste ich halt jetzt so. Mal sehen, wie stark sind die jetzt? Ich habe keine Ahnung. So, den ersten habe ich ja verkackt ein bisschen. Aber geht so. Ich glaube, da war ein Fehler, dass wir angefangen haben, weil wir schon bei wie viel? Ja, 13 Minuten sind. Scheiß drauf, dann machen wir ein bisschen länger die Folge. Weil die Quest mache ich auf jeden Fall nochmal zu Ende, die 4 Stück. Was macht die denn damit Level 90? Die hat jetzt Steine wie die. Hä? Hat die hier zusammengepult oder was? Merkwürdig. Egal. Wenn ich schon da entgegenkomme, dann nehme ich die auch mal mit. Also ich weiß ja nicht, was sie da gemacht hat, ne? Ob die das jetzt extra gemacht hat oder nicht, aber ich glaube ja weniger, aber naja. Trotzdem komisch. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht unbedingt verstehen. So. Ich soll mal ein bisschen besser droppen hier. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Ja gut, aber wir brauchen 2020, ne? Ja, geht so, ne? Zudem brauche ich noch ein bisschen schleimwertig hoch. Schleimgelee hochwertig brauche ich auch noch. Also minderwertig brauche ich leider nicht. Trotzdem danke für das Angebot von denen, von den Bergarbeiter-Skeletten. So, die brauche ich ja auch 6 Stück, ne? Muss mal gucken, ob ich die alleine schaffe. Das ist nämlich eine gute Frage. Okay, mit Level 80 hier, was ist mit Level 80? Mit Level 80 ist ja nix, ne? Was macht die denn hier unten? Ja, manchmal muss man manche Sachen nicht unbedingt verstehen, was da so... Ja... gemacht werden, ne? Ah, guck mal, hier ist noch ein Helm, den ich vergessen habe. 13 Helme habe ich schon... Ja, brauche ich noch. So, die erwische ich. Rein theoretisch alle, fast alle, meine ich.
Von den Kills her brauche ich nur noch 5 Stück, aber man kennt's ja. Die Drops sind ja natürlich ein bisschen doofer. So, und 2x8 und einmal 6, genau. Okay, dann machen wir die auch nochmal ganz schnell. Ist ja alles kein Problem hier. Je mehr wir schaffen, desto besser ist es für uns dann später, weil wir dann weniger machen sollen, ne? So, die folgen mir alle richtig, oder? Ja. Dann gehe ich mal ein bisschen hier hin. Ohohohoho. Das sind die, die ich... Ja, die nicht eingefroren waren. Da waren ja nicht so viele zum Glück. Waren nicht so viele. Schleimchen hochwertig. Dankeschön dafür. 3 und 3 brauchen wir noch. Gut, dann machen wir die 3 und 3 auch nochmal. Drehen wir nochmal eine extra Runde, weil die es so haben wollen, von mir aus. Kann man jetzt auch nicht unbedingt umändern, ne? Aber naja. Dann auf geht's. Ich nehme ich auch nochmal mit. Oh, die ersten hauen schon ab. Die haben keinen Bock mehr. Ja. So, komm schon, gib mir bitte... So, Pickel habe ich voll. Wie viele Helme brauche ich denn noch? 2 Helme. Also, wenn ich nur 2 Helme brauche. Mein Gott. Ja, komm, dann machen wir die 2 Helme auch nochmal. Einmal bitte mitkommen. Ach komm. Als ob es so schwer ist, 2 Helme zu droppen. Mein Gott. 18 Minuten läuft noch alles. Okay, nicht schlimm. Schaffen wir noch irgendwie. Schaffen wir alles ohne Probleme. So, den nehme ich auch nochmal mit am besten, ne? Okay. Zwei Helme. Super. Dann hätten wir die jetzt abgeschlossen. Genau. Hier nochmal Schleimgelee hochwertig. Nehme ich auf jeden Fall mit. Dann würde ich mal sagen, stellen wir uns hier so an die Rampe hin. Und dann war es für heute, ne? 18 Minuten. Ja, siehst du, also, haben wir heute sogar ein bisschen mehr gemacht. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dann halt leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert auch in den Kommentaren, warum, weshalb das so ist. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.